Das ist so ein Satz, in guten wie in schlechten Zeiten. Den kennt man aus der Ehe, aber der schließt eins nicht mit ein. Kein Schubsen, keine Schläge, keine Misshandlungen und ganz bestimmt keine Vergewaltigung. Aber Gewalt in den eigenen vier Wänden nimmt bei uns, auch hier in Nordrhein-Westfalen, immer mehr zu. 25% der Frauen zwischen 16 und 85 Jahren haben körperliche oder sexuelle Gewalt schon einmal erlebt. In Düsseldorf beraten Experten und Ärzte deshalb jetzt über bessere Hilfe für die Opfer von häuslicher Gewalt. Schläge, Tritte, Bedrohungen. In Familien quer durch alle gesellschaftlichen Schichten ist das Alltag. Auch Gabriele Dröge aus Münster hat das durchlitten. 15 Jahre ist es her, dass ihr Freund begann, die gehörlose Frau zu schlagen. Wir hatten mal Besuch von einer Freundin von mir. Und wieder mal kam es zu Streitereien. Und er hat mir sehr, sehr brutal an den Haaren gerissen. Und ich habe geweint und ich hatte das Gefühl, schuld zu sein selber. Das tat echt weh, die hat mir richtig Haare rausgerissen. Die Dunkelziffer bei Gewalt gegen Frauen ist hoch. Doch in einer Studie des Bundesfamilienministeriums gaben Frauen zwischen 16 und 85 Jahren Auskunft. 25% von ihnen haben demnach mindestens einmal körperliche oder sexuelle Gewalt durch Partner erlebt. Dabei kommt es auch zu Verletzungen wie diesen. Doch nicht immer ist die Gewaltanwendung körperlich sichtbar. Es gibt viele Frauen, die von Demütigungen, Beschimpfungen, von Erniedrigungen sprechen. Von Frauen, die keine persönliche Freiheit haben, die nicht aus dem Haus gehen dürfen. Auffällig ist, dass viele Opfer häuslicher Gewalt häufig zum Arzt gehen, oft mit nur diffusen Symptomen wie Kopfschmerzen. Sie kommen nicht von sich aus auf das Thema Gewalt. Aber seit Jahren warten sie darauf, dass mal jemand diese Frage stellt. Und dann brauchen sie ein bisschen Zeit, um reagieren zu können. Und sie müssen Zeit haben, ihre Lage zu schildern. Ich glaube, wir Ärzte sollten uns angewöhnen, immer nach Gewalterfahrung zu fragen. Und immer mehr Opfer stellen Strafanzeige. In den letzten 10 Jahren stieg ihre Zahl um 68% auf gut 27.000. Für viele dieser Frauen sind Frauenhäuser eine erste Zufluchtsstätte. Manche von ihnen bekommen hier zu allem Übel allerdings auch noch finanzielle Probleme. Wenn eine Frau vor Gewalt fliehen muss, ist sie meistens in der Situation, dass sie kein eigenes Geld mitnehmen kann. Der Mann hat eventuell das Konto gesperrt, sie kommt nicht an ihr Geld heran. Wenn eine Frau nicht sozialleistungsberechtigt ist, steht sie vor dem Problem, dass sie Tagessätze bezahlen muss. Die können bis zu 65 Euro am Tag beziffern. Das ist ein Skandal und da muss die Politik etwas verändern. Für diese Frauen versuchen wir aber gemeinsam mit dem MAIS, also mit dem anderen Ministerium, was hier Zuständigkeiten hat, zu gucken, ob man entweder die Sozialgesetzbücher auf Bundesebene ändern kann, sodass auch diese Personen Leistungen erhalten. Gabriele Dröger hat auch mit Hilfe eines Frauenhauses den Neustart geschafft. Nun hilft sie anderen gehörlosen Frauen in Not. Ihre eigenen Wunden heilen, aber nur langsam.